Und damit herzlich willkommen zu einem Gameplay-Video. Lang ist es her, aber ich dachte, es muss einfach mal wieder sein. Und deswegen habe ich mir gerade super spontan, wirklich mega spontan, XCOM 2 geholt. Meine Vorkenntnisse gehen gegen Null, denn ich habe weder die ganz alten Spiele auf PC, noch die Reboots und Nachfolger und Enemy Unknown und was es da alles gab gespielt. Ich habe keinen Plan, wie sich dieses Spiel spielt und was man eigentlich ganz genau machen muss. Ich weiß, dass es so ein bisschen rundenbasierend und strategisch ist, aber wie es genau abgeht, das weiß ich nicht. Deswegen sicherlich kein gutes Gameplay hier von mir für Leute, die das schon jahrelang spielen und einfach nur irgendein Pro zuschauen wollen. Ich glaube eher, dass das hier was für Anfänger ist, die überlegen, sich vielleicht dieses Spiel als erstes Spiel der Serie zu kaufen. Dann können die mal sehen, wie ich so darauf abfahre oder eben nicht. Und dann entscheiden, ob das was für sie ist oder eben nicht. Ja, hier haben wir die Option gerade mal auf. Ich starte das Spiel ja das erste Mal. Gesamtlautstärke, das lassen wir mal so. Video ist auf Vollbild, 1080p. Grafik habe ich jetzt auf hoch. Ja, das ist soweit in Ordnung. Ich sehe hier gerade bei mir, dass das gerade auf 30 Frames läuft. Das ist auch okay. Spiel, lalala, Interface. Soweit in Ordnung. Alles gut. Speichern und verlassen. Ja, zum Desktop wollen wir noch nicht. Charaktersammlung haben wir noch nicht. Wir haben noch nicht gespielt. Und wir sagen einfach neues Spiel. So, hier gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade. Einmal Rekrut, Veteran, Commander und Legende. Eine angemessene Herausforderung für Spieler, die bereits mit XCOM vertraut sind. Sind wir ja eigentlich nicht, ne? Für Spieler, die mit Taktik spielen oder XCOM noch keine Erfahrung gemacht haben. Ach komm, wir haben hier so ein bisschen Fire Emblem und so weiter gespielt. Oder wie heißt das andere nochmal? Dieses Banner Saga, glaube ich. Ist, glaube ich, auch so ähnlich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Komm, wir machen mal Veteranen. Ne? Ist nicht zu schwer, aber auch nicht zu einfach. Tutorial, ja, das wollen wir auf jeden Fall. Einsteigertexte abschalten, nein, das wollen wir auf keinen Fall. Und Untertitel anzeigen, das ist für euch vielleicht ganz gut, weil ich mal gerne dazwischen quatsche. Spiel starten. XCOM 2, ganz frisch erschienen, exklusiv für den PC. Stadtzentren auf der ganzen Welt bereiten sich auf die Feierlichkeiten zum 20. Einheitstag vor. Auf dem Platz der großen Übereinkunft feiern Tausende die Gründung der Advent-Koalition. Gemäß der Versprechen an die Menschheit werden bis zum Ende des Jahres 12 neue Gentherapiekliniken in ausgewählten Städten eröffnet. Trotz des versuchten Angriffs einiger Randsubjekte wurden die Operationen in der Pariser Einrichtung zum Glück nicht beeinträchtigt. Als Antwort auf den grundlosen Angriff kurz vor unserer geliebten Feier richtet der Redner einige Worte an uns. Einige Dissidenten wiederholen sämtliche Fehler der alten Welt. Während wir eine wohlwollende Erlöser feiern, der nichts als Freundschaft und Mitgefühl anbietet. Und doch könnten diese trivialen Taten niemals das Band zwischen der Menschheit und den Ältesten durchtrennen. Friedenstruppen haben vorsorglich bereits mehrere landesweit bekannte Kollaborateure verhaftet. Advent versichert allen Bürgern erneut, dass die heutigen Feierlichkeiten wie geplant stattfinden werden. Perfekt. Okay, scheint eine unterdrückte Welt, regiert von Aliens zu sein. Gleich in Position. Sie hatten recht. Heute sind sie wirklich voll beschäftigt. Konzentration. Los, Gatecrasher. Noch 60 Sekunden. Autsch. Okay, es war nur eine Ablenkung. Morbalaten, Olo. Jetzt. Nice. Hoffentlich uns oder wem auch immer ist nichts passiert. Also von den Menschen. Okay, das sind glaube ich wir. Wir sind die Gatecrasher. Jetzt stürmen wir die Burg.
Wir repräsentieren anscheinend hier die Rebellen der Menschheit. Auf jeden Fall irgendwer, der sich die Unterdrückung der Aliens nicht gefallen lässt. Etwas dagegen tun möchte. So, sieht schon sehr nach Ingame-Grafik aus an dieser Stelle. Die Truppen sind auf dem Weg zum Sprengpunkt. Wir müssen auf das Paket zugreifen, bevor sie herausfinden, was wir vorhaben. Okay, es sieht aus, als ob wir aber etwas machen können. Müssen sie abtauchen. Gehen Sie hinter der niedrigen Mauer in Deckung. Verstanden. Rücke vor. Okay, wir sind jetzt hier der Peter und der Peter kann sich mit der rechten Maustaste irgendwo hinbewegen. Ah, guck mal, da bekommen wir so eine Linie angezeigt und sagen, wir wollen hier hin. Wunderbar. Dann läuft der Peter los, ne? Da geht der Peter einen Meter. So, die Einheitenfahne zeigt die Gesundheit des ausgewählten Soldaten sowie seine verbleibenden Aktionen an. Soldaten erhalten 2 Aktionen pro Runde. Peter verfügt nur noch über eine Aktion. Bestätigen. Position, aber hier bin ich ungeschützt. Oh, Peter, das ist nicht gut. Aber vielleicht finden Sie weiter vorne eine bessere Position. Dann mal weg von dem Sofa. Hinter dieser Werbefläche. Das ist gut. Diese Position bietet volle Deckung. Schön zu erkennen an dem Schild hier. Und hier ist nur ein halbes Schild. Oder auch wo wir jetzt sind, ist auch nur ein halbes Schild. Okay, wir sollen unsere Bewegung immer versuchen, in Deckung zu beenden. Das kriegen wir hin. Ja, mache ich im echten Leben auch so. Ich beende meine Bewegung immer in Deckung. Vielleicht hier so ein Live-Tipp für euch. Okay, ein Soldat kann über weite Entfernung mit einem Sprint das Ganze erreichen. Dies verbraucht beide Aktionen der Soldaten. Ah ja, okay. Hier ist, glaube ich, nur eine Aktion und hier sind dann 2 Aktionen. So habe ich das zumindest verstanden. Okay, der will hier hin, dann machen wir das mal. Hier im Tutorial. Super, beide in Stellung. Kontrolliert man immer 2 Leute oder wie viele kontrolliert man insgesamt? Das sehen wir ja dann, ja. Das sind aber ziemlich viele, ne? Für ein Tutorial. Bleiben Sie im Schatten, bis alles vorbereitet ist. Wir haben nur diese eine Chance. Ja, ich glaube, der Peter, der kann das. So. Der Trupp ist zu Beginn der meisten Einsätze verborgen. Nutze Verborgenheit, um Hinterhalte einzurichten. Wenn einer deiner Soldaten entdeckt wird, verlieren alle Soldaten die Vorteile der Verborgenheit. Hier, Ninja-Skills und so, die wissen ja nicht, dass wir da sind, ne? Okay, dann machen wir mal schön einen Sprint hier, Strafe-Jump über das Sofa, da hinten, ja, an diesem Brunnenpoller oder was das da ist, ne? So, sieht gut aus. So, unsere Freundin sollte auch mitkommen. Oh, rot. Sonst werden sie entdeckt und unser Vorteil ist dahin. Bei rot wird man wahrscheinlich entdeckt. Feinde in der Nähe entdecken Soldaten, die sich zu dicht an ihnen vorbei bewegen. Diese Gefahrenfelder sind rot hervorgehoben. Ja, haben wir alles schon vorher gewusst. Mensch, ich hätte auf Legende spielen sollen. Sie mögen in der Überzahl sein, aber wir haben einen Alien-Aktivität. Hoffentlich reicht das. Ja, hoffentlich. Also ich hoffe zumindest. Ah, okay, jetzt werden die dezimiert und es bleiben wahrscheinlich nur noch 2 über, die wir dann schön ausschalten können. Ach, ich freue mich schon so. Oh, da ist Captain Phasma. Hier, rasiert sie gegen den Strich, Amanagon. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Wir müssen die verbleibenden Soldaten ausschalten. Mhm. Ich habe sie im Visier. Das ist gut. Angriffserlaubnis. Oh, 4 Stück sind es noch. Tun Sie's. Aber ungedeckt. Man sieht da keinen Schutz bei denen. So, drücke Eingabe oder die linke Maustaste über eine Aktionsschaltfläche, um die Steuerung für den taktischen Kampf zu aktivieren. Klicke auf Waffe abfeuern oder drücke Eingabe, um den Angriff zu bestätigen. Ach, hier unten, ne? Okay, Waffe abfeuern, aber dann feuere ich noch nicht, ne? Das Abfeuern der Primärwaffe beendet immer die Runde einer Einheit. Okay, ich drücke mal drauf. Da bin ich jetzt hier in der taktischen Ansicht. Kann entweder den Soldaten. Was steht denn hier? Drücke Eingabe oder linke Maustaste über eine Aktionsfläche, um die Steuerung für den taktischen Angriff. Haben wir gemacht. Okay. Waffe abfeuern. Kann ich die jetzt hier auch? Ah, hier kann ich die. Den. Wahrscheinlich die Chance, wie ich die treffe, ne? 67%. Diesen näher dran, den ganz linken, den treffe ich am höchsten. Trefferchance, genau. 68%, Schaden 3 bis 5. Crit-Chance 40%. Gefällt mir schon mal ganz geil hier, so mit den ganzen Sachen, dass man dann hinter wahrscheinlich auch Waffen mit mehr Crit-Chance und so weiter oder vielleicht Splash-Damage oder so. Gucken wir einfach mal. Waffe abfeuern, das erste Mal hier in XCOM 2. Ui. Was hat der denn da für Kugeln drin, Junge?
jetzt gehen die natürlich auch in Deckung. Überraschungsmoment dahin. Moment, haben wir nicht zusammengeschossen, sag mal hier, mit meiner Freundin. Okay, der gesamte Trupp verliert Verborgenheit, wenn A, ein Soldat einen Feind angreift, haben wir gerade gemacht, ein Fenster eingeschlagen oder eine Tür aufgetreten wird, das hört man nämlich, und ein Soldat flankiert wird oder ein Erkennungsfeld betritt. Ja, das erste haben wir gerade getan. Okay. Sie können Sie jetzt sehen. Wie wär's, wenn Sie erst schießen und dann feiern? Kein Problem. Alles klar, wir haben jetzt zwei Aktionen, also in dem hier können wir einmal hin. Aber Sie sind gefährlich nah dran. Vorsicht. Ja. Öffne die Steuerung den taktischen Angriff. Klicke auf das hervorgehobene Kopfsymbol und drücke Tab. Das hier? Ach so, okay, hier unten. Es gefällt mir mit der Maus da immer unten hinzugehen, ehrlich gesagt noch nicht ganz so gut. Vielleicht geht das auch noch anders. Da muss ich mich noch so ein bisschen dran gewöhnen. Also der hier, 63, 38, 35, der ist ja ziemlich weit weg. Dann versuchen wir den mal mit unserer Supermunition mal so richtig, ja, umzuhauen. Okay, Waffe abfeuern. Also die Munition, die haut richtig rein. Oh, was ist das denn? Eine 3. Kriege ich da was, wenn ich da hingehe? Okay, jetzt dürfen die wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Wir sind ganz gut in Deckung. Daneben. Jetzt darf der andere links, denke ich mal, ne? Okay, der wechselt. Ist auf halber Deckung. Und hat mich voll weggeflankt. Alter. Ja gut, da hätte ich natürlich dran denken können, dass der auch zwei Aktionen hat, ne? Ja, ja, ja. Das hatte richtig wehgetan. So. Nice. Also wir gehen jetzt hier hin. Bewege dich, um feindliche Einheiten zu flankieren und sie aus ungeschützten Winkeln anzugreifen. Deckung schützt eine Einheit nicht von der Seite. Ah, okay, verstehe. Na, also das heißt, dieser Weg hier ist ungeschützt für den Gegner, also kann ich den da schön wegflanken. Ne? Nutzen Sie den Vorteil, bevor Sie flankiert werden. Mit einem kleinen Finger. Nutzen Sie den Vorteil, bevor Sie flankiert werden. Also von der, um mich zu flankieren, müsste hier irgendwo hinlaufen. Aber das, so weit kann der, glaube ich, gar nicht. Von daher bolze ich den hier einfach um. 82%, den haue ich voll weg. Okay. Mal sehen, wie dir das gefällt. Bada bam, bada boom. So viel dazu. Okay, was macht er? Was hat er jetzt gemacht? Okay, der... Ah. Verstärkung. Sehr gut. Ja, ist ja nur Tutorial, ne? Von daher wird es da wahrscheinlich noch nicht so abgehen. Ach, guck mal, die wurde wiederbelebt. Das ist nicht hier unsere Freundin, die gerade weggemoscht wurde. Schöner American History X tritt hier. Ah ne, er ist das. Spät dran. Was haben Sie da unten gemacht? Die Aussicht. Ach guck. So eine richtige Gesichtsmuschi, könnte man jetzt sagen, wenn man obszön wäre. Zumindest früher. Menschliche Hybridsoldaten. Advents Belohnung für Gehorsam und Treue. Wir kannten die Gerüchte. Das ist ja widerlich. Wollten Sie nicht glauben. Das wollte niemand. Aber das wird sich ändern, wenn wir finden, wofür wir hier sind. Also los. Gesichtsanimationen, die sehen echt ganz nett aus, ne? Ist nicht verkehrt. Ein Advent-Transporter nähert sich ihrer Position. Sie haben sie gehört. Ah. Die linke Flanke decken. Okay, wo kommen die jetzt runter? Da kommt der Transporter runter. Ah, drücke Q oder E, um die Kamera zu drehen und eine klare Sicht zu erhalten. Ah ja, okay, nice. So ist es ganz nett. Also das heißt, den bewegen wir hier in Sicherheit, weil da gleich was kommt. Dann haben wir wahrscheinlich jetzt die anderen auf. Alles, was sich bewegt. Okay, ich bin jetzt eigentlich fertig, ne? Was kann ich jetzt machen? Um zu sagen, ja... Reicht. Soldaten mit aktiviertem Feuerschutz feuern auf die erste feindliche Einheit, die sich im Sichtfeld bewegt. Aktivieren Sie jetzt den Feuerschutz, um auf die Verstärkung vorzubereiten. Ah, okay, so kann ich quasi beenden. So, feuere mit einem Abzug
auf deine Zielsicherheit auf den ersten Gegner, der sich bewegt. Okay, das muss ich jetzt nochmal aktivieren. Der Haupteingang ist gesichert. Der ist jetzt auf Feuerschutz eingestellt. Okay, verstehe. Hä, warum soll der denn jetzt da hinten hin? Das verstehe ich nicht so ganz. Ist das eine feige Sau oder was? Ich denk mal. Hä? Da komme ich gar nicht hin. Ich glaube, ich muss meine Kamera ein bisschen drehen. Bisschen hakelig, aber scheint zu funktionieren. So, dann laufst du mal da hinten hin. Warum springst du durchs Fenster? Bist du bekloppt? Ist da überhaupt nichts los? Minister 3, Sie sind dran. Moment. Sie sollten diese Leiche nach brauchbarer Ausrüstung durchsuchen. Ah, man kann tatsächlich auch looten. Aber seien Sie schnell. Das Advent-Zeug soll sich angeblich selbst zerstören. Nice, guck mal, ein Zielfernrohr. Damit können wir wahrscheinlich unsere Soldaten hinterher upgraden. Diese Waffenverbesserung verleiht der Waffe, an der sie befestigt ist, einen Bonus auf die Zielsicherheit. Nice. Das wird wahrscheinlich sehr taktisch, das Spiel. Okay. Ja. Er springt erstmal durchs Fenster, ey. Was ist er denn für einen, aber ganz ehrlich. Aber naja, ne? No risk, no fun. Das ist sein Motto. Okay, da ist die Verstärkung mit diesen Gesichtsmuschis, nenne ich sie einfach mal ab jetzt. Oder nee, lieber nicht, ne? Wir sind ja jetzt hier nicht. Verstärkungen sind eingetroffen. Sie werden nervös. Jetzt weiß ich, dass wir hier richtig sind. Oh, der ist auf Feuerschutz, der eine Soldat. Okay, jetzt ist er im Sichtfeld und bada bam. Hat den erstmal weggemuscht. Gut gemacht. Ziehen Sie sich zu unserer Position zurück. Verschwindet! Ich halte Sie auf. Ich soll mich jetzt zurückziehen? Ich hätte den ja gerne noch alle gemacht, ne? Aber. Okay, wir sind im Tutorial, da muss ich mich ein bisschen zurückhalten, ganz klar. So, das war eins. Und das ist zwei. Ich soll doch zurück, oder nicht, ne? Wo ist denn mein Kästchen? Wo wollen sie mich denn haben? Hab ich gesagt, sie sollen mich zurückziehen? Ich drehe mal ein bisschen die Kamera. Hier wahrscheinlich, ne? Warum kann ich denn nicht dahin laufen? Das ist doch noch im Radius. Okay, wir sind jetzt hier ungefähr 15 Minuten im Spiel und ich habe schon einen Blocker. Ich habe doch noch eine zweite Aktion, oder nicht? Steht doch hier. Warum kann ich denn jetzt... Aber die wollen wahrscheinlich, dass ich schieße oder so. Aber was will das Tutorial jetzt von mir? Steht auch nirgendwo. Ich schieße jetzt einfach mal. Komm. 49% ist auch nicht so wirklich toll. Aber der hat doch gesagt, ich soll mich zurückziehen. Warum kann ich das nicht? Nee. Mag er nicht. Ich versuche mal zu schießen. Guck ich mal die 1. Und dann sagen wir mal, Waffe abfeuern, ne? Oh, guck mal, der hat tatsächlich nichts getroffen an dieser Stelle. Oh, oh. Wie nah kann der mir jetzt kommen? Das ist das halt, ne? Wenn dir so ein Tutorial genau sagt, was du machen sollst. Protokolle der Tür leicht umgehen können. Sie haben nie damit gerechnet, dass hier jemand so nahe kommt. Alle Soldaten können bestimmte Computer, verschlossene Türen oder und einige andere Objekte hacken, ja, um sich Zugang zu verschaffen und temporär Boni zu erhalten. Okay, da ist unten die 4, ja. So, hacken. Versuche das Sicherheitssystem eines nahen Netzwerkzugangspunkts zu umgehen. Da kann man wahrscheinlich dann auch noch mit Items pushen oder so. What the fuck? Okay, jetzt für das Hacken kann ich mir eine Belohnung aussuchen. Garantiert öffnen diese Tür. Soldat erhält sofortige Verborgenheit. Soldat erhält völlige Immunität vor den nächsten zwei Angriffen. Wir wollen nur die Tür aufmachen, ne? Ja, 100% passt. Ist ja irgendwie schon nice gemacht hier, ne? Erfolg. Tür geöffnet. Beliebige Taste drücken, um fortzufahren. Machen wir mal. Froh, wenn ich aus diesem Tutorial raus bin, ehrlich gesagt. Rücken vor zum Paket.
Also so rundenbasierte Spiele, die funktionieren ja tatsächlich nur, wenn man da irgendwie die Freiheit hat und nicht genau das machen muss, was der Computer für einen will, von einem will. Aber so lernt man nun mal das Spiel. Oh, da drin ist die Suppe, die einen zum Muschisoldaten macht. Oh, nee, nee, das ist der. Das ist wahrscheinlich. Oh, geil. Den nehme ich. Ach, da ist einer drin. Ich dachte, das wäre nur der Anzug. Die haben da einen gerettet, glaube ich. Ach Mensch, Elbock, du kriegst auch gar nichts mit, ne? Okay, Soldaten können bewusstlose, tote oder verblutende Einheiten tragen. So kann ein Soldat einen gefallenen Kameraden bergen. So, wo war der jetzt nochmal? Da ist er. So, dann tragt den Kollegen mal, ne? Ah, auf 3. Einheit tragen. Der sieht so labberig aus, wie so ein Weingummiwurm. Verstanden, sind in Bewegung. Alien-Aktivität? Vor der Tür immer noch. Oh, guck mal hier, das ist Captain Fassmann mit dem Dings hier. Oh, guck mal, der hat den anderen auch echt kaputt geballert, ne? Scheiße. Ja. Ich soll dahin, warum auch immer. Dann tue ich das mal. Was ist das? Eine Granate dorthin werfen. Okay, Granaten sind nicht so tödlich wie Schusswaffen, können dafür aber mehrere Einheiten gleichzeitig treffen. Splash Damage. Und Deckung und Wände zerstören. Okay, hier habe ich wohl eine bröcklige Wand oder so. Und dann kann ich auf der 4 eine Granate hier hinwerfen. Ah ja, okay. Da habe ich dann quasi den Explosionsradius. Und ich sage, ich möchte die Granate hier hinwerfen. Da ist unser Fluchtweg Central. Jane Kelly. Das sollte reichen. Alles klar, da gehen wir hin. Ach, bin ich froh, wenn wir gleich mal so eine richtige Mission spielen können und nicht nur das machen müssen, was die uns hier sagen. Fast geschafft, Konzentration. Okay, es ist zwar langsam, ne, aber da es rundenbasiert ist, ist es glaube ich eher egal. Aber irgendwas hat auf jeden Fall einen Nachteil, dass wir den tragen. Oh, nochmal Alien-Aktivität, die vor der Tür. Nein. Oh. Oh, der hat nicht getroffen, das war gut. Okay. Ach Gott, ist der doof. Warum hat er mir auf das Weibchen geschossen? Alien sind halt blöd, ne? Drücke P und platziere die Evakuierungszone, ja. Das ist immer mit P. Da oben. Skyranger rufen. Das sind hier oben. Zug beenden. Vorne soll das nächste Soldat. Kamera links und rechts drehen. Ah ja. Okay, dann merken wir uns mal P, das ist einfacher. Und sagen, wir wollen den Skyranger hierher rufen. Sky Ranger in the sky. In Bewegung bleiben. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Okay, was soll ich jetzt tun? Sky Ranger rufen haben wir ja schon gemacht. Achso, wir sollen dahin, ja. Wir kommen zurück. Ich dachte, das wäre die Landezone. Da landet er ja auf einem Kopf und verbrennt einem die ganze Frisur. Eine Einheit innerhalb der Evakuierungszone kann die Evakuierungsfähigkeit aktivieren, um sich sicher aus dem Kampf zurückzuziehen. Okay, das ist die Nummer 3, ne? Was macht er jetzt? Unter einem Frodo Versteckumhang verstecken oder wie? Ah ne, okay, alles klar, verstehe. Okay, Skript geht weiter und wir haben hoffentlich das Tutorial soweit beendet. Vom Ding ganz cool, nur das Tutorial, ja, ist halt ein Tutorial.
Was zum Teufel? Was ist das denn für ein Vieh? Auf jeden Fall irgendwas Schnelles, Gefährliches. Errungenschaft freigeschaltet. Blut geleckt. Vorsicht! Wir haben es hier mit Jahrzehnten der Atrophie zu tun. Wir brauchen mehr Zeit. Ich stimme zu. Aber nach jetzigem Stand verlieren wir den Patienten, wenn wir nicht sofort mit der Entfernung beginnen. Sind bereit. Gut. Legen wir los. Erstaunlich. Genau wie vor 20 Jahren. Ich will ihn sehen. Wir nannten es damals noch Krieg. Nicht, was auf uns zukam. Reaktion von der Hirnrinde. Gut. Dringe jetzt in den Schädel ein. Was zum Teufel? Durch die Nasenlöcher? Boah, ganzen Haare rausgezogen aus der Nase. Verbindung identifiziert. Bereite jetzt den letzten Schnitt vor. Und nochmal. Die Werte spielen völlig verrückt. Das war doch klar. Die Implantate sind nicht zur Entfernung gedacht. Oh, jetzt mit dem Anal-Dings. Scheiße. Nein. Bitte nicht. Oh! Das sind wahrscheinlich jetzt Referenzen zu den ersten Spielen, die ich nicht checke. Ja. Ich lümmel. Was habe ich gemacht, als diese Spiele rauskamen? Wahrscheinlich ist die Universalantwort WoW gespielt. Ich wusste, dass sie nicht so leicht unterzukriegen sind. Willkommen zurück, Commander. Ach, das ist der Commander. Ja, ihr wusstet das wahrscheinlich schon, ich nicht. Ein bisschen verwirrend gerade für jemanden, der einfach die Backstory nicht kennt von den ersten Teilen. Schön, dass sie langsam aufwachen. Allerdings beneide ich sie nicht um die Kopfschmerzen. Dr. Teigen trifft keine Schuld. Besonders, weil noch niemand sowas vorher versucht hat. Ruhig, wir sind immer noch nicht sicher, was die mit ihnen gemacht haben. Der Chap war tief in ihrem Schädel. Ich habe auf der Suche nach ihnen viele gute Soldaten. Ach, guck mal, die haben ganz viel Merch von XCOM gesammelt. Fast aufgegeben. Ich habe sofort auf die Informationen reagiert. Ich weiß nicht, woran sie sich erinnern, aber es hat sich viel verändert. Ich habe mein Bestes gegeben, die letzten 20 Jahre. Waren hart ohne sie. Wenn sie Informationen brauchen, Shan hat das Archiv auf ihr Terminal geladen. Okay, da könnten wir uns jetzt einlesen, höchstwahrscheinlich. Ansonsten gehen Sie zu Dr. Teigen, wenn Sie bereit sind. Es gibt Dinge, die Sie wissen sollten. Er kann das besser erklären als ich. Es ist verdammt gut, Sie wiederzuhaben, Commander. Ja. Kein Ding, Digga, das Ding hat Swing. Wir sind der Commander und können jetzt hier in unserem Headquarter hin und her laufen. Commander, im Commander-Quartier. XCOM-Archiv. Ich tease das mal kurz an, damit ihr sehen könnt, wenn ihr keinen Plan habt, so wie ich, und euch das interessiert, dann könntet ihr euch jetzt hier diverse Sachen durchlesen, damit ihr wisst, worum es geht und Hintergrundinformationen bekommt, die ihr wahrscheinlich schon hättet, wenn man die alten Spiele gespielt hätte. So, Forschung, da sollen wir auch draufklicken, das machen wir mal. Beeindruckend, nicht wahr? Er kann unglaublich viel Energie erzeugen. Und er ist für Menschen völlig harmlos. Wenn man das nur auch vom Rest der Alien-Technologie behaupten könnte. Commander, Dr. Richard Teigen, Wissenschaftsoffizier. Ich bin für unsere gesamte Forschung hier verantwortlich. Und auch für die Operation, die Sie kürzlich durchgemacht haben. Das ist mein Labor, wenn man so will. Ich weiß nicht, was Central Ihnen gesagt hat, aber wir fanden etwas, als wir Sie aus dem Alien-Stasis-Anzug holten. Ein Gerät,
das in Ihren Okzipitallappen implantiert war. Der Gerät ist in meinen Okzipitallappen. Wenn ich die Ausstattung hätte, die mir während meiner Zeit bei Advent zur Verfügung stand, wüsste ich bereits, wie es genau funktioniert. Aber mit etwas Zeit und Ihrer Zustimmung, Commander, werde ich es herausfinden. Was mich gleich zu einem weiteren Punkt bringt. Auch wenn Teile dieser Einrichtung echt beeindruckend sind, bin ich nur ein Mann. Mit zusätzlichem Personal und mehr Ressourcen könnte ich das Tempo unserer Forschungen erheblich beschleunigen. Das ist nice. Also man kann hier wahrscheinlich alles Mögliche pushen und vor den Missionen sehr viel einstellen und so weiter. Also es klingt zumindest danach. Okay, also wir sind immer noch in einer Art Tutorial, das heißt, uns wird viel vorgeschrieben, aber hier können wir jetzt eine Forschung wählen. Uns wird vorgeschlagen, Alien-Biotechnologie zu erforschen. Dann können wir die Motive der Aliens besser verstehen. Machen wir mal. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Okay, dauert einen Sie Tag. Hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Alles klar. Und geil. In der Zwischenzeit sollten Sie der Waffenkammer einen Besuch abstatten. Was zum Teufel? Commander, kann ich zur Waffenkammer. Ja, ich komme ja gleich. Also ich muss jetzt erstmal hier mir alles angucken. Guck mal, Training und... Das ist ja geil gemacht. War das in den ersten Teilen auch so? Warum habe ich das nie gespielt? Ach ja, WoW. Höchstwahrscheinlich. Commander, Jane Kelly hatte großen Anteil am Einsatz zu ihrer Befreiung. Ach, guck mal, Mexikanerin. Sie hat Erfahrung für eine Beförderung gesammelt. Darum sollten wir uns jetzt gleich kümmern. Ah, okay. Jetzt kann ich den Soldaten befördern. Befördere deinen Soldaten und verleihe ihm Spezialfähigkeiten, die er im Kampf einsetzen kann. Jane Kelly wird befördert. Der Ranger ist unsere wichtigste Aufklärungseinheit. Er kann sich unabhängig in Verborgenheit bewegen. Ja, mit einem Messer oder was? Angreifen. Das ist ja nice. Kann ich die auch irgendwie dann einstellen, was Frisuren und so weiter angeht? Und Optik oder nur Fähigkeiten? Private Jane Kelly, neue Fähigkeit, Schwerthieb, so Michonne-Style. Greife beliebige Gegner innerhalb deiner Bewegungsreichweite mit dem Schwert an. Nice. Oh, guck mal hier. Unsere Truppen werden immer stärker, je mehr Erfahrungen sie sammeln. Schwerthieb. Okay. Commander, zur Brücke. Auf die Brücke. Ich habe Sie gehört, Shan. Wenn wir das Ding kriegen, erfahren Sie es zuerst. Nicht autorisierte Post entdeckt. Wenn es gerade am schönsten ist. Einen Moment bitte. Echelon-Protokoll ausführen. Achtung! Wechsel des Kommandos bestätigt. Ich wünschte, es wäre ein wenig feierlicher, aber wir haben es geschafft. Eine lokale Widerstandszelle hat diesen Hybridmagnet-Energiewandler ausfindig gemacht, den Shen unbedingt haben will. Sie haben das Gerät zu einem Advent-Konvoi in der Nähe zurückverfolgt und versuchen einen Angriff. Wenn wir diesen Wandler, holen wir den Wandler schnell schaffen, könnten wir hier alles zum Laufen bringen und den Aliens endlich einen richtigen Krieg bieten. Ja, Krieg. Ein Trupp ist bereit und kann auf Ihren Befehl loslegen, Commander. Los. Geben Sie einfach den Befehl. Ja. Okay, wir haben eine neue Mission und einen Trupp mit 4 Mannequins. Wir haben Zu, Kelly, Suarez und Taka fucking Hashi. Mit Sonnenbrille. Ja, jetzt geht's los. Schön mit Sidecut und Cappy hier. Erinnert mich ein bisschen an den Butler von Django Unchained hier, aber der ist wahrscheinlich so badass wie im Film. Okay, normalerweise können wir hier wahrscheinlich Waffen ändern und Outfits ändern, Granaten und so, aber da wir uns jetzt hier mehr oder weniger in der ersten Mission befinden, können wir, glaube ich, nichts machen. Wir gehen mal ganz kurz bei Takahashi rein. Ja, da könnten wir jetzt hier Schrotflinte, Kanone, Präzisionsgewehr und so weiter. Aber hier geht relativ wenig. Guck mal, Rüstung. Haben wir halt nur die eine Sache. Von daher sagen wir einfach mal Einsatz starten und holen uns diesen verdammten Wandler, damit hier auch mal richtig losgehen kann. Ne? So. Ha, es geht los. Sieht bisher echt cool aus. Also... Ich hab Bock, ja. Ich hab richtig Bock darauf. Die Kommunikation zu den Widerstandstruppen in diesem Gebiet ist erloschen. Das kann nur eins bedeuten. Diese Menschen haben alles geopfert, um uns diese Chance zu ermöglichen. Neutralisiere alle feindlichen Ziele und berge den Advent-Energiewandler.
Was geht, Takahashi? Yo, Bro. Ach, Takahashi ist ein... ist ein Mädchen. Ich dachte, das wäre ein Kerl. Ganze Illusion. Hin! Auf geht's. Oh, guck mal. Im Schnee. Ich dachte eher, man steuert ganze Einheiten, aber man steuert tatsächlich jede Figur einzeln. Da ist der Gerät. Oh, zickt schon ein bisschen rum, der Gerät. Shen arbeitet an einer Möglichkeit zur Stabilisierung des Dings. Aber dafür müssen wir nahe genug ran. Um richtig weite Distanzen, die man hier überwinden muss, ne? Bestätigt. Okay, wir sammeln die alle mal hier hinter dem Bus. Ist natürlich, na, guck mal, hier haben wir eine halbe Deckung. Dauert natürlich ziemlich lange, ne? Wenn du jetzt vier Einheiten hast und alle vier Einheiten peu à peu dahin manövrieren musst, dann muss man wahrscheinlich geduldig sein. Da ist auch nicht so viel Platz. Dann machen wir mal hier einen doppelten. Das heißt, einer und den zweiten. So, Alien-Aktivität. Wo kommen sie denn? Ich weiß gerade nicht genau, wo die sind, ehrlich gesagt. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtiger. Da ist nur halbe Deckung. Gehen wir mal hier hinter. Sportlos. Die anderen setzen wir mal hier hin. Schon unterwegs. Oh, da sind die. Das wusste ich gar nicht. Bevor du durch eine offensive Handlung die Tarnung aufgibst, solltest du vielleicht Truppmitglieder auf Feuerschutzpositionen bringen, um einen tödlichen Hinterhalt vorzubereiten. Okay. Guck mal, hier wollen wir einen haben. Wir können ja jetzt eigentlich so oft wir wollen hin und her manövrieren. Oh, guck mal, die Kamera hat sich geändert. Ich dachte, jetzt geht's los, aber ich... Ah, die bewegen sich natürlich auch. Das ist natürlich Käse. Die Flammen sind zu nah! Okay, wenn wir uns jetzt hierhin bewegen... Augen auf das Ziel. Die sind sogar noch mehr. Soll ich auch noch was hacken? Bin überfordert. Okay. Und den machen wir hier hin, das ist ein Zug. Und danach geben wir denen Feuerbereitschaft, weil der wird dann, die werden wahrscheinlich hierher kommen. Den machen wir nochmal Feuerbereitschaft, hier, ne? Genau. Das ist schon mal gar nicht verkehrt. Und hier, ach, so weit können wir gar nicht schießen, ne? Ach, guck mal, wir packen den mal hier hin, aber wenn der hier ist, dann können die sich dahin bewegen und von hier nach da schießen, ne? Aber wenn die sich hierhin bewegen, dann schießt der die tot. Okay, alles klar, ich check das schon. Okay, ich glaube, von da aus können wir gleich angreifen. Ah, verdammt, die können wir nicht daneben packen. Aber hierhin. Verstanden. Er hat nur halbe Deckung. Hat ihr den gesehen? Nee, noch nicht. Ja, wie weit patrouillieren die? Das ist natürlich die Frage, ne? Nein, 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 nein. Oh, nice. Den kann ich von hier aus sowas von one-shotten. Okay, der kriegt eine 1. 84%. Wie viele Trefferpunkte hat er denn? Oh, okay, das wird den fast umbringen. Also nicht ganz, ne? Ich glaube, ich baller den trotzdem ab. Oder was ist mit ihm? 82%. Und den würde ich aber sicher, den würde ich safe töten. Komm, den hauen wir mal um. Ha! Okay, was macht... Jetzt habe ich den anderen ja noch im Zug, ne? Den. Oh, fuck.
Okay, alles klar. Was mache ich mit dem? Ich gehe hier hin. Bin gleich da. Und baller dann auf den. Das geht ja, ne? Ah, warum waren das zwei Züge? Ich dachte, das wäre nur ein Zug gewesen. Ach, hier ist der eine Zug. Okay. Ich muss immer darauf achten, dass beim zweiten fängt er an zu blinken. Ich verstehe, okay, ich habe einen Fehler gemacht. Ist aber nicht so schlimm. Okay, 38%. Komm, versuchen wir mal. Nein! Okay, jetzt haut er mich, glaube ich. Ranger können ihre Nahkampfangriffe aussehen, indem sie einen Bewegungskursor auf den Feind zeigen. Okay. So weit komme ich gar nicht, ne? Ah doch, guck mal. Ich versuche das einfach mal so Harakiri-mäßig. Guck mal, mit einem Schwert jetzt. Bam! Habe ich nur einen? Dann kann ich ihn jetzt töten. Ich glaube, er ist dran, ne? Ja, 1, 2, 3, 4. Wir hatten 4. Okay, ach, fuck. Komm, nicht so feste schießen jetzt. Was macht der denn? Lutscher. Okay, also jetzt, das ist ja wirklich mal ganz safe jetzt. Also wir können jetzt hier hin, das ist ein Zug. Verstanden, bewege mich zum Ziel. Und mit dem zweiten können wir den umbringen. Das wird jetzt so eine 80% Geschichte werden wahrscheinlich. Ja. Da brauchst du gar nicht sagen, da kommt keiner. Ja. Tschüss. Hätten wir auf jeden Fall galanter haben können, aber besser als irgendwie selber Schaden zu kassieren. Aber ich verstehe so ein bisschen, worum es geht. Letztendlich. Okay, wir müssen uns kurz mal die anderen angucken. Hier war doch noch wo irgendwo einer. Wo haben wir denn noch mehr Alien-Aktivität? Weiß ich gerade gar nicht. Ich steige erstmal hier oben drauf. Hier sind Advent-Truppen. Sind wir verborgen? Oh, guck mal. Was ist er denn für einer? Gollum ist am Start. Insektoiden, auf die wir erstmals während der Invasion trafen. Eieiei, die sind alle voll ready. Bisschen Clipping-Fehler. Stärker denn je und ihr psionisches Potenzial ist noch höher. Diese Einheiten bilden den Großteil der Advent-Truppen, mit denen wir zu tun haben. Sie sind diszipliniert und gut ausgerüstet, aber ihr Gehorsam macht sie berechenbar. Und wenn ich ihn hier hin manövriere, kann ich vielleicht sogar schon schießen einmal. Der nur 30, den sehe ich doch voll. Da komm, dann baller ich mal auf den hier, ist egal. Ich stehe eigentlich ganz gut. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Aber sowas von, ne? Das ist eine geile Waffe hier. Jetzt dürfen die schon? Ich muss mir noch irgendwo eine Übersicht verschaffen, wann meine Runde zu Ende ist, beziehungsweise wann die Runde der Gegner anfängt. Das habe ich noch nicht so den Überblick. Das muss ja irgendwo angezeigt werden. Nicht Takahashi, nimm doch den Kopf aus der Schusslinie, verdammte Axt. Takahashi ist ein bisschen neugierig an der Stelle. Oh, 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 oh. Jetzt kommt er. Nein. Was macht er jetzt? Holt mich hier raus, bitte! Panik. Was bedeutet Panik? Nicht schießen. Eieieiei. Das sieht, glaube ich, nicht gut aus. Wird ein Wipe. Wir müssen da hin und das hacken gleich, ne? Ach nee, was macht der denn? Ach, Panik. Oh, da daneben. Das sieht gar nicht gut aus, Leute. Wir können nur die erste Mission jetzt nicht hier verlieren. Oh, wie viele, ne? Hammer. Hinter so einer Autotür, okay. Oh, Gott sei Dank. Ich stehe echt scheiße mit den Moppis, sehe ich gerade. Ich stehe echt richtig hacke. Runden bis zur... Ach, das ist auch noch timed. Ich glaub's ja nicht. Verdammte Axt. Das ist auch noch timed. Ah, 56%. 56% den ganz umzuhauen, ne? Ja, komm, 56%. Ja, sehr gut. Bestätigter Abschuss.
So, was ist mit ihm jetzt hier? Beförderung verdient. Okay. Takahashi, du musst das jetzt voll retten, ne? Takahashi. Nee, bis hierhin nicht. Wir müssen hier irgendwo. Da ist eine halbe... Ich sag mal, hier... Hierhin? Nee, hierhin und dann auf ihn. Aber dann ballern die uns voll weg. Das ist auch scheiße, ne? Hier ist auch nichts. Das ist alles Käse, ist das. Hier hinter? Ach, guck mal, hier hinter. Hinterm Baum verstecken wir uns. Ne? Hinterm Baum ist gut. Und dann darf ich auch nochmal. Das heißt, hier in Takahashi. Dann sind wir hier geschützt von denen da hinten. Geben eine schöne 1. Auf den hier. Warum sind das 41%? Ich bin voll in der Schusslinie. Ach komm, scheiß drauf. Komm, hauen um. Crit, crit, crit. Daneben. Takahashi, du stehst komplett vor dem, ne? Da muss man die Sonnenbrille ausziehen, Junge. Okay, das ist hier unsere Schwertkämpferin, ne? Ach, das ist alles viel zu weit weg. Ah, ne, bis hierhin haben wir dann noch eine Chance zu schießen. Das ist kacke. Ach, wir stehen richtig, aber wir werden verlieren. Wir werden verlieren. Was holst denn so rum, M-Fox, sag mal? Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie ist das schwierig. Aber wenn ich jetzt hier hinlaufe, dann bin ich den beiden komplett ausgeliefert. Ach, die werden mich eh umhauen. Ich habe kaum noch HP mit den Jungs. Och. Komm einfach mal hier hin. Ist aber die... Sind beide Runden verbraucht. Okay, die haben jetzt 3 Züge. Einmal er hier. Okay, er ist ein richtiges Sissy. Er läuft einfach weg. Ah, nice. Daneben. Sehr gut. Jetzt kommt der zweite Schütze von denen. Nee, nee. Oh nein, Gollum kommt. Oh oh. Er macht seinen super Void Zone Spell. Aber wohin? Was macht der da? Na was? Dein Ernst? Panik entfernt, ja wenigstens etwas. Okay, was macht er? Ach, ich bin dran. Och, nice, sehr gut. Ja komm, das ist doch mal eine safe 90% hier, oder? Auf ihn. 76%, auch auf den Alien. Was ist mit dem anderen hier? Ihn hier will ich, den kriege ich damit weg. 62. Dann kann ich nochmal, ne? Dann kann ich zweimal schießen. Gut, dann schießen wir auf den einmal. Komm, 62%. Komm. Ach du verdammtes, nichtsnütziges Stück. Mann. Die Waffe verschlingt meine Munition. Okay. Darf ich denn zweimal schießen? Komm, jetzt auf den Alien. Ne, den will ich gar nicht. Ich will den... Also irgendwie sind diese Trefferchancen nicht logisch. Ich meine, ich stehe direkt vor dem... Da kommen wir, nehmen wir mal die 70. Wir gehen einfach mal nach Zahlen und nicht nach dem, was wir hier sehen. So. Jetzt bin ich gespannt, ob ich zweimal schießen darf. Okay, 1. Darf 2 Aktionen vollführen, ne? Nee, das scheint als 2 Aktionen zu gelten. Ich dachte, ich darf zweimal schießen, ist aber nicht so. Warum? Ah, viel zu viel verschwendet. Guck mal, noch 2 Runden hier. Ach, ja, nice. Den kriege ich doch hier. Guck mal, hier hin und dann auf ihn hier, ne? Wo sind die denn hier? Ja, von wo aus kann ich den dann, meint ihr, am besten treffen? Von hier, ne? Oder von hier? Komm, wir versuchen das einfach mal. Von hier. Und dann auf den Alien. Da ist einer auf Feuerbereitschaft. Daneben, nice. Ach, oh, da hinten ist ja auch noch einer. 51%. Gott, ist das eine schlechte Runde von mir. Aber es ist spannend. Oh Gott. Warum schießen die alle daneben? Okay, wir sind tot.
Wir sind sowas von tot. Ja, mach halt. Ach, verdammte Axt. Ja. Jawohl. Sie sind einfach überall. Ja. Okay, der hat jetzt... Wollte ich gerade sagen, der hat komplett freies Schussfeld. Der hat mich einfach nur so weggemoscht. Mir fehlt so ein bisschen eine Anzeige über meine Einheiten insgesamt. Wir brauchen eine Notfall-Evakuierung! Wie er abgeht. Okay, wir müssen das auf jeden Fall nochmal machen. Aber bei Panik kann ich den quasi nicht steuern, sondern der steuert sich alleine. Okay, und er ist auch noch da. Ich weiß gar nicht, ob ich den nicht... Ja. Ich versuche den mal jetzt schon zu hacken hier. Bestätigt. Ob das vielleicht geht. Suche nach ungesicherten Daten. Okay, entschärfe den Detonator des Geräts. Dann habe ich zwar die Rundengeschichte umgangen, aber die werden mich trotzdem töten. Okay. Zumindest detoniert er nicht. Wir haben das Paket bekommen. Gut gemacht. Die Werte normalisieren sich. Nun, zumindest fast. Firebrand ist auf dem Weg, aber gehen Sie kein Risiko ein. Schalten Sie vor der Evakuierung Feind im Gebiet aus. What? Ja gut. Die haben uns jetzt voll am Arsch, ja. Sieht nicht gut aus. Ja, er macht jetzt nochmal dieses Voiding und haut uns das, glaube ich, voll weg. Verdammt, ich brauche Hilfe! Bricht die Alte auch in Panik aus. Lauf, Junge! Lauf weg! Nicht! Nein, nicht einfach schießen, du triffst doch eh nicht. Wo will er denn? Ach so. Haha! Das müssen wir doch erstmal schaffen. Und was macht er jetzt? Er haut erstmal einen Baum weg. Das ist auch nicht schlecht. Commander, wir erleiden schwere Verluste. Wir sollten unser Vorgehen überdenken. Ja. Pass auf, vielleicht kommen wir ja doch noch irgendwie raus. Wir können den auf jeden Fall umhauen. Ich hätte ganz gerne eine Übersicht mit den ganzen Feinden. Was ist ein Nachladen? Ich habe keine Munition mehr? What the fuck? Splittergranate werfen. Kriege ich eine Splittergranate auf den Alien da hinten? Sieht gut aus, oder? Der hat doch nicht mehr viel AP. 3 bis 4 Schaden. Ja, sicher. Der ist platt. Komm, so ein Biss halten wir doch noch aus von dem. Ach, der ist auch kaputt. Ah, gut, ja, natürlich bin ich schlau. Der hat den ja kontrolliert. Gott. Genie. Den kriegen wir doch hin. Nein, nicht daneben, 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 daneben. Daneben, 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 daneben. Weiß jetzt nicht, warum der da hinten nicht geschossen hat. Wahrscheinlich, weil es Tutorial ist, ne? Okay, ist das die Messerbraut? Ne, ist nicht die Messerbraut. Ich will auf jeden Fall in volle Deckung hier gehen. Ach, das ist eh alles vorbei. Ich glaube, da hinten kann ich nicht werfen. Ich glaube, nur noch die beiden, ne? Nur noch die beiden. Komm, ich zieh mich mal zurück, glaube ich, wenn es geht. Da muss der andere auch ziemlich viel laufen, ne? Bis hierhin kann ich. Oh, gehen wir mal hier hin.
Und von dem hier, da schießen wir dem jetzt voll ins Gesicht. Ich habe ja, ich muss nachladen, ne? Ist Nachladen tatsächlich eine oder zwei Aktionen? Weil ich habe ja hier zwei Aktionen, da kann er aber nur einmal schießen. Komm, ich versuche das mal. Nachladen. Okay, ist nachgeladen. Jetzt kommt die zweite Aktion. Bewege ich mich aber jetzt nicht, sondern schieße einfach. Und gehe mal davon aus, dass ich den One-Hitter. 62%. Jetzt mach keinen Scheiß. Wir können das Ding noch drehen. Für die Allianz. Los. Komm. Ja, nice. Ja, sehr gut. Okay. Das ist gut. Ich glaube, bei der ersten Mission war es bei keinem Spieler auf dieser ganzen Welt jemals so spannend. Jetzt nur noch der Blaue da hinten. Der Rote. Der hier. Okay, der weiß natürlich nicht wohin, weil wir uns jetzt gut versteckt haben. Ja, 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 genau das war mein Plan. Okay, dann von hier aus. Weiter von. Ja, gut. Versuchen wir mal. Ja, wie viel Prozent haben wir denn von hier aus? Ach, wir müssen nachladen. Okay, nachladen ist immer eine Aktion. Ach, und schießen beendet die Runde. Das habe ich, glaube ich, irgendwo gelesen. 47%. Ey, komm, wir haben so oft nicht getroffen, ja, dass wir jetzt endlich mal Luck haben müssen. Jetzt müssen wir Luck haben, jetzt treffen wir den Penner auch. Und go. Treffen. Ja. Sehr nice. Sehr, 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 sehr nice. Okay. Alles klar, was machst du? Du kannst bis hierher. Kannst du da rüber schießen dann von hierher? Wir gucken mal. Von hier ungefähr. So. Das ist nice. Dann schießen. 47%. Ist es das Ende? Ja, es ist das Ende. Wir haben es geschafft. Sehr nice. Ja, guck mal, ich habe es schon predicted quasi. Und wir haben die erste Mission mit Bravour, will ich an dieser Stelle sagen. Geschafft. Wertung. Das trifft es, glaube ich, auf den Punkt. Ist akzeptabel. Ja, also so, so hätte ich es jetzt auch mal zusammengefasst. Ja, nice. Ist ein geiles Spiel. Ne? Also ist ein richtig geiles Spiel. Gefällt mir. Ich habe es jetzt überhaupt vercheckt hier am Anfang, aber es ist ganz nice. Ist nice. Einsatz abgeschlossen. Zurück zur Basis. Achso, er lädt gerade. Heieieiei. Warum verpasse ich immer solche Spiele? Ja, ich meine, sowas gibt's seit Jahren, weißt du? Und ich spiele, weiß nicht, irgendeinen anderen Kack. Das gibt's doch gar nicht. Ja, richtig dumm angestellt, aber viel gelernt. Ja, will ich mal an dieser Stelle sagen. Bin gespannt, ob sowieso irgendjemand sich das Ganze bis hierhin gibt. Aber ist ja die Hauptsache, dass ich hier Spaß hab, ne? Und das ist auf jeden Fall so. Oh, die sind beide gefallen hier. Ja, ja. Okay, wir können die beiden befördern. Einmal hier den Kollegen. Nice. Zhuang Xu hatte neue Fähigkeit, Granate abfeuern. Nett. Den kann ich jetzt auch hier quasi befördern, wie ich lustig bin. Okay. Alles klar, sehr nice. Dann befördere ich nochmal Takahashi. Takahashi hat eine Drohne. Medizinische. Wir machen aus Takahashi hier so einen Heiler. Hoshi. Guck mal, Takahashi kann hacken. Befiehl deinem Gremlin, sich zu einem verbündeten Ziel zu bewegen. Er gewährt diesem Ziel zum Beginn der nächsten Runde einen Bonus auf Verteidigung. Nice. Ah, guck mal, den kann man dann quasi, den Takahashi, den kann man hier in zwei Richtungen, Kampfsanitäter oder in Kampfhacker umbauen, ne, wenn, und so weiter und so fort. Okay, alles klar, ich verstehe. Glaube ich. Weiter. Diese Gegenstände sollten uns in unserem Kampf gegen die Aliens behilflich sein. Haben Sie einen Moment Zeit, Commander? Ich habe interessante Dinge in Bezug auf das Implantat herausgefunden, das wir aus Ihnen herausgeholt haben. Ja, kannst du mir ein bisschen was zu erzählen? Ist kein Thema.
Warum stehen sie alle nur herum? Er ist perfekt. Kommen Sie, bringen wir ihn rein. Wie die Frau da ganz alleine steht und das Ding schieben will und die gucken einfach nur. Was für Gentlemänner. Das ist echt eine geile Sache hier. Das, was ein bisschen schade ist, dass ich natürlich jetzt nicht auf Neuerungen eingehen kann. Einfach weil ich halt die Vorgänger nicht kenne. Aber es ist bestimmt einiges neu. So viel kann ich an dieser Stelle versprechen. Das sollte dein Stabilisierungsproblem lösen. Komm schon, Rover. Das wird schon. Commander, unsere Technik mit ihrer zu verbinden ist nicht so leicht. Lily Shen, Schiffsingenieurin. Zu ihren Diensten. Sie haben wahrscheinlich meinen Vater erwartet. Nach allem, was passiert ist, hat Central wohl noch nichts gesagt. Er ist tot. Oh. Dad hat wahrscheinlich auch aus den alten Spielen uns so weit bekannt. Zu bringen. Das ganze Schiff ist sein Lebenswerk. Ich weiß, er hätte ihn gerne selbst alles gezeigt. Er hat viel von ihnen erzählt. Aber ich werde das beenden, was er angefangen hat. Sieht nicht so aus. Aber ich kann von hier aus so ziemlich alles herstellen, was sie brauchen. Und mit etwas mehr Hilfe wären sie erstaunt, was ich für sie tun kann. War mir eine Ehre, sie kennenzulernen. Commander? Ich kann keine Wunder versprechen, Commander. Aber einiges davon Medikit. Kann ich wahrscheinlich im Handumdrehen zusammensetzen. Ich schlage vor, dass wir mit einem Medikit anfangen. Wir werden es sicher schon bald brauchen. Okay, die verbrauchen sich dann aber komplett. Ich habe jetzt 175 Vorräte und 35 kostet so ein Medikit. Blendgranaten, Rauchgranaten haben wir auch, aber die sind wohl noch nicht freigeschaltet. Tigan scheint Fortschritte bei seiner Forschung gemacht zu haben. Wir sollten ihn im Labor besuchen. Ja, leider ist es jetzt immer noch sehr auf Schienen, das Ganze, weil wir uns noch nicht wirklich aus dem Tutorial herausbewegt haben. Jetzt ganz gerne nochmal geguckt. Ich kann aber leider nicht wieder dahin, weil ich ganz gerne gesehen hätte, was für Waffen wir uns da herstellen können und ob es andere Waffen sind oder Modifikationen. Aber es wird wahrscheinlich insgesamt sehr, sehr viel zu customizen geben. Ich hätte es ganz gerne gesehen, aber wie gesagt, wir sind noch nicht weit genug. Jetzt gehen wir wieder in dieses Forschungsabteil. Dieser Entwurf beruht auf meinen Forschungsergebnissen. Wenn ich das geahnt hätte. Ah, Commander, exzellentes Timing. Es gibt Fortschritte. Ich kenne jetzt etliche Schlüsselkomponenten des Chips, der aus Ihrem Schädel stammt. Meiner Analyse nach diente er primär als eine Art Leitung, um große Datenmengen direkt an Ihre Großhirnrinde zu senden. Nach Trennung der primären Verbindung sind viele der Daten verloren. Einige Bruchstücke bleiben jedoch Geister, wenn man will. Sehen Sie. Taktische Kampfsimulationen. Kriegsspiele. Sie haben eine unfassbare Menge von Kämpfen verarbeitet. Es ist im Grunde ein Wunder, dass Sie so lange überlebt haben. Auch wenn das beunruhigend wirkt, hat es doch was Gutes. Dieser Chip ähnelt stark einem medizinischen Implantat, an dessen Entwicklung ich in der Gentherapieklinik in New Providence beteiligt war. Soweit ich weiß, waren diese Implantate nur für hochrangige Advent-Offiziere gedacht. Captains oder höher. Wir müssen einen Chip von so einem Offizier bergen, um sicher zu gehen. Ein besseres Verständnis dieser Implantate wäre uns von großem Nutzen, Commander. Da ist unsere neue Mission. Wir müssen jemanden so einen Chip aus dem Kopf kratzen. Untersuche einen Advent-Offizier-Leichnam. Schließe das Advent-Offizier-Autopsie-Schattenprojekt ab. Das werden wir auch noch machen, liebe Leute, auch wenn das Video jetzt schon hier Überlänge hat. Ist es eh nur, sag ich mal, Befehle auf psionischem Wege zu übermitteln. Der Chip ist der Schlüssel. Okay. Ist das eh nur ein Video für Leute, die werden ja nach den ersten 10 Minuten entscheiden, ob es ihnen gefällt oder nicht. Und wenn ihr bis hier geguckt habt, dann könnt ihr wahrscheinlich auch noch eine halbe Stunde länger gucken, oder? Okay.
Alles klar, dann gucken wir mal. Background-Informationen gibt es hier und so weiter. So viel will ich euch dann doch nicht zumuten. Das lese ich mir alles alleine irgendwann mal durch. Und wir haben die Möglichkeit, wieder ein wenig zu forschen. Das verstehe ich nicht so ganz. Wir sollen, das ist jetzt unsere Mission, oder? In Bezug auf Kraft und Beweglichkeit scheinen die Advent-Offiziere den gewöhnlichen Advent-Soldaten ähnlich zu sein, wenn nicht sogar physisch identisch. Einsatzberichte deuten jedoch eine gesteigerte Geistesschärfe an, da die Offiziere den unterstellten Advent-Einheiten taktische Befehle geben. Dieses Forschungsgebiet zählt für mich zu den faszinierenderen Optionen. Wir fangen sofort an. Ich melde mich, wenn ein vollständiger Bericht verfügbar ist. Es scheint, als hätte Shan dieses Modul zum Laufen gebracht, Commander. Wir erwarten Sie auf der Brücke. Ich dachte jetzt, wir müssen los und so ein Modul besorgen, aber das erforscht er jetzt anscheinend an einem Soldaten bzw. Offizier, der schon da ist. Also irgendwas habe ich jetzt gerade hier falsch verstanden. Aber wir gucken. Wir gehen einfach mal zur Brücke und machen weiter, bevor wir uns darüber den Kopf zerbrechen. Commander, gut. Ich glaube, wir haben hier etwas. Trotz aller Bemühungen von Advent gibt es da draußen noch immer Menschen, die ihre Lügen nicht glauben. Und sie sollen wissen, dass sie nicht alleine sind. Wir haben bereits ein Ziel für unseren ersten Einsatz ausgemacht. Sir, oh, neue Rebellen für unsere Sache. Wer hat was vom Sky Ranger gesagt? Shan, Statusbericht, sind wir bereit? Kurze Antwort? Ja. Aber Sie sollten sich irgendwo festhalten. Okay, wir kümmern uns jetzt um Verstärkung und werden wahrscheinlich jetzt irgendwelche Einheiten rekrutieren für unsere Sache gegen die Aliens. Oh, sieht nice aus. Alter Falter. Der Gerät ist ziemlich groß. Ja. Menschheit, habt Vertrauen in uns. Wir werden den Aliens den Chaos machen. Versprochen. Setze Kurs auf den westasiatischen Korridor. What? Das wird immer geiler irgendwie. Was ist das? Eine Karte oder so, ne? Wir müssen aktiver werden, Commander. Wenn wir Advent bei jeder Gelegenheit angreifen, stärkt dies den globalen Widerstand. Im Gegenzug versorgen sie uns mit Material und Personal für unsere Einsätze. Ja. Zielort Westasien. Operation Erster Riese. Ziel: Hacke den geheimen Computer des Widerstands. Schwierigkeitsgrad: leicht. Belohnung: Für unser Schiff erhalten wir Dr. Mike Smith, Ingenieur. Sehr gut, das bestätigen wir. Commander, Shan hat ein Medikit für uns vorbereitet. Wir sollten einen unserer Soldaten vor dem Einsatz damit ausstatten. Okay, ich würde einfach sagen, wo ist ein Takahashi, sag mal? Will er sich schon wieder drücken? Kann ich nicht sagen, wen ich hier haben möchte dafür für den Einsatz? Warum kriege ich jetzt hier Geralt von Riva und die zwei Glatzköpfe und ihn hier wieder, der die ganze Zeit daneben schießt? Ich will Takahashi! Ist ja komisch. Naja gut, komm, dann geben wir Geralt von Riva, geben wir dann das Medikit. So, passt. Hansen. Was für Hansen? Kennt ihr Helly Hansen noch? Diese Jacken, die man umdrehen kann? Hatte ich früher auch. Boah, die waren echt teuer. Aber damit war ich hier auf der Schule ein bisschen schon ziemlich heftig. Ich hatte so eine schwarz-silberne. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der Helly Hansen hattet. Die meisten hatten ja diese dunkelblau-gelbe. Fand ich aber super Mainstream. Deswegen hatte ich schwarz und innen war die glatt silber. Ja, so ein bisschen auf Fashion Victim halt. Ja gut, dann machen wir mal Einsatz starten, auch wenn Takahashi keinen Bock hat. Letzte Mission hier für dieses Gameplay.
In der Videobeschreibung finden Sie einen Link zu dem Keyseller unseres Vertrauens. Machen Sie auch zum Keyseller Ihres Vertrauens. Kaufen Sie bei Gameladen, denn Gameladen ist ein guter Laden. Leider konnte sie nur Teile der Daten extrahieren. Wir gehen rein, sichern das Gebiet, schalten alle Aliens in der Nähe aus und hacken das Terminal, bevor sie es abriegeln können. Wir brauchen diese Daten, um sie aufzuhalten. Okay, es geht los, Leute. Gucken, ob wir uns jetzt ein bisschen besser anstellen. Aber ich gehe mal davon aus, ich habe jetzt mittlerweile Übung. Würde mich als semi-professionell bezeichnen. Ja, noch eine Mission und ich bin Profi. So, Aufnahme läuft schon gut über eine Stunde. Wahrscheinlich wird sie gleich abstürzen. Hoffentlich nicht. Oh, guck mal, Geil, Indoor kämpfen. Was ist das eigentlich hier? Splittergranate, ah ja. Okay, ich will mir jetzt mal so ein bisschen einen Überblick verschaffen. Okay, ich habe jetzt mal Leertaste gedrückt, weil ich dachte, dass man so ein bisschen rauszoomen kann noch oder so. Okay, hier sehe ich nur noch nichts. Ich glaube, ich muss einfach langsam vorrücken. Eine Karte habe ich auch nicht, oder? Ich drücke mal M einfach. Nö, habe ich nicht. Wie gesagt, lacht nicht hier über meine Äußerungen. Ich kenne das halt noch nicht so richtig. Ich glaube, ich verstecke mich mal mit ihm hier so. Einen hier hin. Wir haben auch wieder 8 Runden Begrenzung, dass wir uns nicht hier... Ah, guck mal da. Da stehen wir schon ganz gut. Okay, deinen zweiten. Den packen wir uns mal hier hinter die Dixie los. So, dann ihn hier packen wir uns hier hin. Bin gleich da. Und den anderen hinter das andere Dixie-Klo. Wird gemacht. Nice, okay. Gut, die Aliens wissen noch von nichts. Wir haben noch das Überraschungsmoment. Okay, da oben ging irgendeine Tür auf, habe ich gehört. Da kommen wahrscheinlich jetzt noch mehr dazu. Hier können sie uns sehen. Wie weit können wir uns denn bewegen, um noch eine Aktion zu haben? Ich denke mal hier. Und los geht's. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Feuerschutz. Mir entgeht nichts. Dann gehen wir den mal hier hin. Bin gleich da. Mit einem würde ich ganz gerne angreifen. Mit dem letzten. Mit dem letzten greife ich von hier an. Das heißt, den hier. Ja, bis hierhin kann ich, um dann noch auf Feuerschutz zu gehen. Guck mal, hier und dann Feuerschutz. Vielleicht hat er die dann auf Sichtfeld hier. So, dann mache ich Feuerschutz verborgen. Und mit dem letzten versuche ich jetzt tatsächlich schon anzugreifen. Ah, fuck. Kann ich nur bis hierhin. Ja, lohnt sich das mit dem schon anzugreifen oder ist das zu hastig, Leute? Ich weiß es nicht genau. Ich guck mal, was ich für eine Chance habe, wenn ich von hier angreife. ...66%, ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich schieß mal. Geralt von Riva schießt daneben, du Trottel. Okay, die wissen schon mal, dass wir hier sind. Okay. Da ist der Feuerschutz aktiviert. Das hat funktioniert. Genauso wie ich mir das dachte. Ihr seht jetzt hier taktisches Gameplay, meine Damen und Herren. Beförderungen werden verteilt. Wir haben es drauf, ja, an dieser Stelle will ich das mal ganz kurz erwähnen. So, okay, wir müssen da in diesen Raum und haben allerdings... Wo sind denn noch Aliens? Ich sehe gar keine. Nirgendwo. Also wir haben nichts rot, deswegen rücken wir einfach mal weiter vor, indem wir uns quasi an dieses Gebäude ranmachen. Packen wir mal einen hier hin. Okay. Im Inneren haben wir Aliens. Die positionieren sich auch im Inneren.
Und von hinten kommt auch noch was? Ah ne, das war nur mein... das war nur mein Mauszeiger, den ich da hinten irgendwo gelassen hatte. Okay, dann haben wir... Wo kommt der zweite? Von hier. Dann machen wir ihn dahin. Lassen den auch mal da irgendwo hinrücken. Hierhin. Wo geht's denn rein? Also ich habe noch gar keinen Eingang gesehen. Müssen wir wieder durchs Fenster springen, wie ganz am Anfang? Weiß ich nicht genau. Okay, und den... Gucken wir mal hier hin. Sind wir noch hinter der Tür, falls er rauskommt. Geralt von Riva. Okay, die Aliens trauen sich raus. Ei. Okay, wen will er jetzt? Wen schießt er denn? Ach, der hat ihn wiederbelebt. Das ist genau dieselbe Kacke wie letztes Mal, aber egal. Der steht da eh scheiße. Ich glaube, der macht jetzt nichts, ne? Das ist unser Turn gleich. What the fuck? Sogar auf Dächer kann man da drauf. Ist ja nice. Oh. Ja, nee, bleib mal da. Nicht in Panik verfallen oder so. Wir machen das alles schon. Ja, kein Ding, Digga. Okay, der hier ballert auf den. Das sollte ja 100% sein, oder? 78, was bist du für ein Lutscher? Das ist immer derselbe, immer er hier. Ich hasse den. Splittergranate. Ne, komm, den schießen wir. Habe ich eine hohe... Ah, guck mal, da bleibt noch ein bisschen was von AP über, oder? Warte mal ganz kurz, wenn ich näher hingehe, was ist denn dann? Wenn ich hier hingehe, dann habe ich doch eigentlich eine viel bessere Sicht auf den. Oder eine nähere. Nee, doch nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich ist grob sie gesprungen. Ich schieße einfach mal auf den. Steht er wieder auf? Nee, sieht ziemlich tot aus, deswegen ist das ganz okay. So, dann haben wir ihn hier. Da würde ich sagen, dass wir... Der ist noch da drin. Nee, der ist oben drauf, ne? Okay, wir rücken hierhin vor und schießen auf den... auf den Alien, hätte ich gesagt. Ist eigentlich egal, der Alien hat auch genug Spielraum. Komm, wir gehen mal hierhin und schießen auf den Alien. Die habe ich gar nicht gesehen. Die habe ich gar nicht gesehen. Warum? Warum? Warum sind die denn jetzt dran? Ich hatte doch noch... Ach da, okay. Komm, den da hinten, den hauen wir um. Ich darf jetzt, ne? Ne, den will ich nicht. Den auch nicht, den von hinten. Ah, warum denn nur 36%? Ja gut, weil der volle Deckung hat, der Sack. Ich stehe da scheiße, ich muss da wieder weg. Ich muss da wieder weg. Ich glaube, ich gehe da lieber safe. Ich stehe da echt kacke. Da drin sind auch noch welche. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich komme hier aber auch noch irgendwo hin, ne? Aber wenn ich... Ich weiß nicht, ob ich doch nicht lieber den... Weil wenn ich den jetzt anschieße, dann kann ich den mit dem wahrscheinlich finishen. Komm, ich schieße einfach mal und bleib schlecht stehen. Das ist schon okay. Obwohl, den da oben kann ich ausschalten von hier aus. Ah, der steht kacke, aber ist egal. Ich darf jetzt mit dem jetzt... Muss ich irgendwas Offensives machen. Das passt schon so. Okay, Beförderung, nice. So, Helly Hansen. Gucken, was Helly Hansen hier... Ah, der wird den nicht umbringen, das ist nicht so gut. Was ist denn, wenn ich mich hier in dem Auto... Ah, da habe ich schon keinen zweiten Zug mehr, ne? Dann komm hier hinter den Hydranten. Bewege mich zum Ziel. Vielleicht... Ja, ich weiß. Ich muss doch da erstmal mit den... Sichtkontakt zum ungeschützten Zugangspunkt. Guck mal hier. Ja, ein Crit. Ich hab getötet. Ne, doch nicht. Ein HP hat er noch. Okay, alles klar. Den baller ich jetzt ab. Den mache ich fertig. Ja, da bin ich aber nirgendwo geschützt, ne?
Was sind die Chancen, wenn ich von hier aus baller? Auf den Alien. 30? Nee, komm, das riskiere ich nicht. Wenn ich hier hinlaufe, kann ich nochmal, ne? Ah nee, hier kann ich nochmal. Dann komm, ich laufe hier hin. Und dann hauen wir ihn um. Den Alien. 38. Eieieiei. Dann komm, 38, komm. Ja, ich wollte schon gerade sagen, der kann doch von da nicht sein Neben gehen. Das geht überhaupt gar nicht. So, okay, Alien-Aktivität. Uiuiui, der musste da auch weg, ne? Das hatte ich noch im Kopf von gerade, wisst ihr? Ja, du immer mit demselben Spell. Du kannst auch nichts anderes, ne? Du bist irgendwie Level 1 und hast nur den einen, oder was? Desorientiert, was heißt das denn? Okay, was macht er jetzt? Ah, okay, der hat jetzt freies Schussfeld. Okay, der macht mich jetzt alle. Daneben! Geralt von Riva! Schöne Rolle! Nice! Dann mache ich das einfach. Ja, dann mach das einfach. So. Okay, wir drehen mal einmal die Kamera. Okay, wir stellen uns jetzt mal hier hin. Und von da aus habe ich freies Schussfeld auf ihn. Ich kann ja eigentlich auch von hier töten, ne? Was soll der Geiz? Um 1. 43%. Ne, das ist gar nicht mehr so gut. Ich muss jetzt so ein bisschen lernen, wie das so ist. Von hier darf ich ja auch nochmal. So, 1. Und jetzt habe ich mehr, ne? Ja, 78. Ja, halt's Maul, du kriegst jetzt richtig eins zwischen die Augen. So, hier. Bada bam. Daneben! Wie geht das? Er ist immer... Ich hasse ihn. Er ist richtig der Mongo. Mann. Wie ich den hasse, ne? So richtig aber. Was ist denn hier mit auf ihn schießen? 31%. Eieiei, das riskiere ich jetzt einfach. Ich hab... Komm. Vielleicht in ein Drittel der Fälle mache ich einen Platz. Jetzt komm. Ein bisschen Glück. Ach. Kein Treffer. Okay, dann wenigstens mit Helly Hansen. Komm, Helly Hansen. Da gehst du hin. Begebe mich zu dieser Position. Wir haben noch 4 Züge, ne? Dann müssen wir da drin sein. 32%. Komm, alle guten Dinge sind 3. Helly Hansen, gib ihm einen richtig geilen Shot. Nice. So. Passt. Okay, sind wir vorm Gebäude. Die müssen sich erstmal rausbewegen. Guck mal, wir sind nochmal dran. Warum sind wir nochmal dran? Man darf doch zweimal schießen, ne? Sind drin denn noch Aliens? Ja, da ist einer. Komm, dann gehen wir mit ihm schon mal da an die Couch. Ist aber nur noch ein Alien drin, ne? Wie oft dürfen wir denn mit Helly Hansen machen? Warum darf der so oft? 38, komm, geben wir ihm mal noch hart, oder? Ja, 4 Schaden, hat geballert. Brauche Munition! Ich weiß nicht, warum der jetzt so oft durfte. Müssen wir in die Kommentare schreiben, habe ich nicht gecheckt. Explodiert das Auto, da hat doch gar keiner drauf geballert. Was soll das denn? Eieieiei. Aber Geralt von Riva hat das Medipack. Dem habe ich das gegeben. Den hauen wir jetzt um. Ja, komm, wir haben doch noch 3 Runden. Das ist doch kein Thema. Jetzt hör doch mal auf, dir in die Hosen zu machen. So, mit dem kommen wir mal da in die Nähe. Der kann eh nichts. Der schießt nur vorbei, der Assi. So. Der geht hier hin und ballert von hier aus nochmal auf den Alien. Hat er noch Munition? Jo, hat er. So, was haben wir denn? 41%, ja, muss reichen. Komm, Glatze. Hau. Ach. Ich hab ein Team voller Leute, die nichts können. Ist doch scheiße, hätte ich mal Takahashi mitgenommen. Okay, wir gehen mit ihm jetzt auch safe. Wird erledigt. Okay, wir sind alle drin. Kriegen wir in 3 Runden auf jeden Fall hin. Dann gucken wir mal. 34%, ja komm. Ach Gott! Mit was spiele ich hier eigentlich? Ihr könnt nichts.
Er haut erstmal ab. Was? Geralt von Riva ist tot. Oh. Wisst ihr was? Ich laufe jetzt hier von hier aus und dann haue ich ihm zwischen die Augen. Von hier aus. Guck mal. Ich stelle mich direkt vor ihm. Da. Bam. Ja, brauchst du gar nicht so rum zu fauchen. Jetzt kriegst du eine 1 mit 100%. 85. Weißt du? Das ist ein Screenshot wert. Der steht so vor dem und es ist ein Trefferschuss von 85%. Warum? Der muss die Waffe noch nicht mal mehr zielen. Der muss sie einfach nur halten. Gott, wenn der nicht trifft, ne? Bei Gott. Dann. Das wäre es auch gewesen, ne? Oh, guck mal, der hat was gedroppt. Nice. Nimm das. Manus 1.5 bestätigt. Das Gebiet ist sicher. Illyrium-Kern. Fortschrittliche Magazinerweiterung. Okay, nice. Schön Blut eingesackt. So, und du gehst jetzt da schön hacken. Tempo. Der kann nicht hacken, ne? Ach, scheiße, wer kann denn hier hacken von den ganzen Pillemännern? Jetzt sag nicht, hier kann keiner hacken. Und ab geht's. Kannst du hacken? Och, nö. Das Endterminal fährt herunter. Das ist ihre letzte Chance auf Datenrettung. Oh. Warum können die alle nicht hacken? Konnte nur Geralt von Riva hacken oder was? Warum? Geralt. Der ist weg, ne? Jawohl. Die können das alle nicht. Ja, er ist dran. 3, Helly Hansen. Workstation hacken. Oh Gott, ist das nervenaufreibend hier. Ja, ins Netzwerk eindringen. Hacke dich in die Workstation. Los. Nice. Wir sind durch. Ja. In der letzten Runde. Wertung gut, ja? Also ich mache mich schon, wird schon besser, ne? Benötigte Runde 8. Man kann das wahrscheinlich in 3 Runden abschließen oder so. Aber egal, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Weiter geht's. Okay, das waren jetzt knapp 1,5 Stunden, beziehungsweise, ja, Spielfilmlänge, Let's Play mal wieder. Das wird auf jeden Fall nicht so mega häufig vorkommen, weil ich möchte auf jeden Fall, weil Let's Plays sind einfach, ne? Ich mache Aufnahme an und Spiel und erzähle ein bisschen was Lustiges und höre dann auf. Das ist eigentlich nicht so mein Bestreben, das motiviert mich dann auch nicht, wenn ich das ganz oft mache. Aber ab und zu mache ich das auf jeden Fall mal. Das war wieder so mal einer dieser Tage. Wenn ihr bis hierher gehört habt, dann lasst einen Gruß in den Kommentaren da, ja, welche Homies hier mit bis zum bitteren Ende mit am Start waren. Eine Kaufempfehlung geht auf jeden Fall raus. Ja, ist ein geiles Spiel. Wir haben jetzt wirklich an der Oberfläche gekratzt. Sieht auf jeden Fall so aus, weil ich denke mal, diese ganzen Soldaten können wir so mega customizen und dann letztendlich unser ganz, ganz eigenen Playstyle entwickeln, indem wir dann starke Waffen haben oder eine extrem gute Verteidigung oder geile Gadgets und so weiter, auf Heal gehen oder auf aggressiv gehen etc. Also kann man, denke ich mal, viel machen. Und ich denke mal auch, dass dann auch ein bisschen komplexere Maps mit hinzukommen, wo dann Dinge explodieren, haben wir gerade schon gesehen bei den Autos und so weiter. Ich bin echt überrascht, also ich habe auch null Reviews gesehen, null Videos gesehen und nicht mal den Launch-Trailer gesehen zu diesem Spiel und bin hier komplett unbefangen rangegangen, so ähnlich wie ich auch an The Division rangegangen bin, obwohl ich da ein bisschen vorher was gesehen hatte und da war ich ja gar nicht von begeistert, wenn ihr den Livestream vielleicht gesehen habt, aber hier von XCOM 2, geiles Ding, ja. War gerade kein Spaß, wenn ihr Bock habt, das über einen Partnerlink von uns zu kaufen. Da kriegen wir ein paar Prozent Provision, wenn ihr das darüber kauft. Gameline ist ein Keyseller, die liefern pünktlich. Ich habe gerade meinen Key auch dort gekauft. Vielleicht blende ich hier einfach mal meine Quittung ein, nicht, dass jemand denkt, irgendjemand schenkt mir das und ich soll damit Werbung machen jetzt. Ist nicht so, ich habe es mir einfach gerade geholt und dachte mir, zock mal drauf los. Und wenn ihr das dann darüber kauft, ja, warum nicht? Ist doch nice, wenn ihr es euch sowieso kaufen wollt. Jo, ich bin auf jeden Fall erstmal draußen und sage bis zum nächsten Review. Auf jeden Fall. Nicht bis zum nächsten Gameplay, sondern das nächste Mal gibt es wieder ein Review. Ich weiß, dass ein Game-Test noch in der Mache ist. Also es kommt einiges auf euch zu, Leute. Bleibt flauschig. Bis dann. Peace.